ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Monatsrückblick Oktober. Wahnsinn, ne? Nur noch 2 Monate und dann ist das Jahr schon wieder rum. Ich kann es einfach nicht fassen, es ist echt verrückt. Ja, erstmal möchte ich mit euch allen anstoßen. Für alle, die nicht bei Facebook sind und es nicht mitbekommen haben. Ich bin gestern nochmal Tante geworden. Meine Schwester hat einen kleinen Sohn zur Welt gebracht. Maxim ist sein Name. Und ja, ich bin doch immer total aus dem Häuschen. Das ist echt super, 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 super schön. Sie hat schon eine ältere Tochter. Also älter. Die wird 3 und ja, einfach perfekt. Und ich freue mich total. Und ich hoffe, ihr freut euch mit uns. Und ja, ich hoffe, dass ich den Kleinen auch ganz bald sehen werde. Und der zweite Grund, ja, der zweite Grund, weshalb ich feiern möchte mit euch, ist, dass ich die 1000 Abonnenten geschafft habe. Jetzt bin ich schon ein bisschen drüber, über die 1000 Abonnenten. Das ist einfach irgendwie unglaublich schön. Und ich freue mich total darüber, weil ja, so viel Feedback und ja, so viele Leute, die meinen Kanal entdeckt und gefunden haben, wodurch auch immer. Ja, ich bin einfach nur froh und es ist schön, wenn die Mühe und Arbeit dann auch solche großen Früchte trägt. In diesem Sinne, auf euer Wohl und Prost! So, nun genug gelabert. Ich weiß gar nicht, ich vergesse bestimmt die Hälfte, aber es heißt ja Monatsrückblick und labern kann ich ja dann noch in der Sprechstunde Anfang nächsten Monats. Und da werde ich mir dann wahrscheinlich auch einen Stichwortzettel machen. Kommen wir, achso, ich habe eigentlich versucht, diesen Monat noch einen Film zu gucken, damit ich in den Monatsrückblick mal wieder einen Film reinnehmen kann. Das kann ich leider nicht, habe ich nicht geschafft. Ich war ja auf der Buchmesse eine Woche, habe da jede Menge erlebt und hatte bis abends um 2, einmal war es bis um 4 Uhr morgens, immer zu tun mit den Videoschnitten und Fotos einblenden, Videomaterial einblenden und so weiter und so fort. Da kam ich gar nicht zum Lesen und geschweige denn zum Film gucken. Und ja, den Rest des Monats habe ich dann ganz gut wieder aufgeholt, meine verlorene Lesezeit. Aber ja, wie gesagt, für den Film hat es nicht gereicht. Und dann habe ich euch in irgendeinem Video schon mal von dem Kartenspiel Double erzählt. Ich hätte es heute gerne nochmal in die Kamera gehalten, weil das ist einfach so saugeil, das Spiel. Eins der besten Kartenspiele, was es gibt oder was ich je gespielt habe. Und ich spiele echt nicht wenig Kartenspiele. Leider kann ich das nicht, weil ich es meiner besten Freundin für ihren heutigen Weiberabend ja, geliehen habe. Und ich wollte einfach nur sagen, dieses Kartenspiel Double ist so gut wie vergriffen. Also es gibt noch so ein paar Großhändler, Zwischenhändler, die das Kartenspiel haben. Und da kann man es auch noch bekommen. Also man kann es auch noch bei Thalia bestellen. Aber irgendwann ist es vorbei. Also ich glaube, der eine Großhändler hatte noch 30 Stück vorrätig, der andere weiß ich gar nicht mehr. Also wenn ihr das Spiel noch haben wollt, es ist praktisch, ist wie so eine Dose. Da sind so Karten, Scheibenkarten drin. Und da sind ganz viele verschiedene Symbole. Katzen, Hund, also eine Katze, ein Hund, ein Staubschild, egal. Also so ganz viele verschiedene Dinge. Und immer auf 2 Scheiben ist immer ein Symbol, was übereinstimmt. Immer. Und es geht halt darum, praktisch, man legt den großen Stapel zum Beispiel in die Mitte und wenn man zu zweit spielt, muss man halt, jeder kriegt eine Karte und wer zuerst das gleiche Symbol auf seiner Karte und dem des Stapels halt findet, sagt es ganz laut, Hund! Und dann kriegt er halt die Karte. Und das ist manchmal, das kann richtig ausarten. Also die Erwachsenen sind da meist schlimmer als Kinder. Das kannst du ja echt spielen. Ist total schön für Dreijährige. Aber es ist auch total klasse für die Oma mit 80 Jahren. Also das ist wirklich, gibt es keine Altersbeschränkung meiner Meinung nach. Und das macht richtig, richtig Fun. Und wie gesagt, eins der besten Spiele, was ich kenne.
Ich weiß nicht, wer von euch das Kartenspiel Speed kennt. Mit der Art und Weise ist es halt vergleichbar. Tut mir leid, dass ich es euch nicht nochmal zeigen kann. In irgendeinem Video habe ich schon mal davon berichtet, aber ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Video das war. Kommen wir nun zum Lesemonat. Ich habe mir nichts aufgeschrieben, wie viele Seiten, wie viele Bücher oder so. Ich will das auch nicht mehr so akribisch machen. Mir ist die Zeit da ein bisschen zu schade. Und wenn ich jetzt euch die Bücher zeige, seht ihr es ja. Ich fange jetzt mal an mit den Büchern, die ich durchgelesen habe. Auch der Stapel ist komplett durcheinander. Videorezensionen gibt es mittlerweile reichlich. Alle Bücher, die ich rezensiert habe in Videoform, werde ich euch unten im Kanal verlinken. Deshalb werde ich jetzt auch nicht mehr viel zu den Büchern sagen. Ich kann euch ja dann sagen, was noch geplant ist. Fangen wir an mit wahrscheinlich, ja doch, wenn ich jetzt so gucke, dem lustigsten Buch in diesem Monat. Und ey Leute, ich habe mich schwarz geärgert, dass ich es so lange habe liegen lassen. Für alle, die sich vielleicht noch an die Rezension Fräulein Jensen und die Liebe, das war ihr Debütroman, also die Autorin heißt Anna Hansen, erinnern, da war ich ja schon schwer begeistert. Und Leute, die Fortsetzung ist wieder genauso lustig. Es gibt ganz selten Bücher, wo ich so laut schallend lachen muss. Also du sitzt dann echt da und machst dann so und das ist, also das schafft sonst kein Autor bei mir. Also man hat dann mal so einen kleinen Schmunzler oder so, aber das ist wirklich was, ey, ich muss da so, das kann ich gar nicht in der Öffentlichkeit lesen, so laut muss ich da lachen. Ja, Fräulein Jensen wird zur Traumfrau. Diesmal hat Hanna, also Hanna Jensen ist die weibliche Protagonistin, die hat quasi die Idee, dass es ja verschiedene Sachen gibt, wie man zur Traumfrau wird. Also zum Beispiel muss man sich in Fußballsachen auskennen, man muss pokern können, in High Heels laufen können, man muss sich schminken können und so weiter und so fort. Und dann beschließt sie halt wirklich diese Sachen nach und nach abzuarbeiten wieder. Also wie in ihrem ersten Buch, wo sie halt die 10 Traummänner getroffen hat, arbeitet sie jetzt halt diese 10 Dinge ab. Dazu gibt es noch keine Rezi. Ich will gar nicht mehr viel dazu verraten, weil ich werde auf jeden Fall noch eine Videorezension drehen. Und hier gibt es ja so viele Sachen wie mit dem Fußball, den High Heels, dem Schminken, den Pokern und so weiter. Und da will ich auf jeden Fall was Schönes draus machen. Wird allerdings wahrscheinlich ein bisschen dauern, weil ich da ja verschiedene Kulissen wählen möchte. Ich auf jeden Fall 5 Leseratten von mir und es tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss, weil es gibt so viele Autoren, die wirklich, wirklich lustig schreiben. Aber Anna Hansen, die trifft absolut meinen Humorgeschmack und das schafft sonst keiner. Also für mich wirklich die lustigste Unterhaltungsliteratur, die ich jemals gelesen habe. Ehrlich, also hammermäßig. Und ich hoffe, dass ich Anna Hansen irgendwann mal kennenlerne. Weil die Hanna Jensen, das ist ja die weibliche Protagonistin, die hat so viel mit mir gemeinsam. Und ich glaube, ich werde mich mit der Autorin auch sehr, sehr gut verstehen. Also 5 Leseratten. So. Dann habe ich gelesen von Guido Maria Kretschmer, Anziehungskraft. Hat mir großartig gefallen, obwohl ich ja echt kein Modefreak bin. Ich habe ja auf meinem Blog schon geschrieben, ich habe so viel Ahnung von Mode wie Boris Becker von seriösen Medienauftritten. Es ist einfach phänomenal, wie dieser Guido es schafft, ja, mich dazu zu bringen, Shopping Queen zu gucken. Ich gucke das nicht immer, aber ich liebe seine Kommentare und seine Sprüche. Das ist ein hochintelligenter Mensch und auch, ja, der ist so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich mag das, also seinen Humor. Und ich finde eigentlich, man muss den gerne haben. Und das Buch war auch sehr, sehr lustig. Er versucht halt, die Frauen in verschiedene Kategorien einzuordnen. Fragt mich nicht, was ich bin. Also ich bin 10 cm zu klein und ich glaube 5 Kilo zu schwer, um die Perfekte zu sein. Aber alles andere hat einfach gar nicht gepasst. Also ich bin kein Erdmännchen. Erdmännchen sind die Frauen, die halt einen dicken Po haben, also so einen runden, was heißt dick, aber so einen
sehr runden Po, wie jetzt zum Beispiel Jennifer Lopez. Und was gab es denn noch? Den Kugelfisch. Vergleich da so mit der Figur von Dirk Bach. Naja, das bin ich nun auch nicht gerade. Und dann gab es noch die zarte Elfe oder so ähnlich. Also so klein und zierlich wie Kylie Minogue. Das bin ich auch nicht. Naja, jedenfalls für jeden Frauentyp, und das finde ich einfach so toll, gibt es auch das perfekte Outfit. Also man braucht nicht Salatblätter zählen. Und wenn ihr euch in eurer Haut wohlfühlt, ne, dann ja, braucht ihr nur noch den passenden Kleidungsstil und dann kann doch alles bleiben, wie es ist. Und das fand ich halt so schön. Des Weiteren gibt er halt noch Tipps, was im Kleiderschrank auf keinen Fall fehlen darf. Und ja, wie man halt zum Beispiel noch einen besonderen Duft in die Klamotten reinbringt und so. Ja, auch dazu, aber ich rede mich um Kopf und Kragen, weil eigentlich möchte ich hierzu auf jeden Fall noch eine Rezi drehen. Nicht eigentlich, auf jeden Fall. Dann möchte ich zu dem Buch noch ein Filmchen drehen, wie ich meinen eigenen Kleiderschrank ausmiste und aufräume. Denn Guido hat mich hochmotiviert, also das ist jetzt längst fällig. Und dann wollte ich für euch noch so eine Art kleine Modenschau machen. Das sind dann quasi drei Videos, die man sich dann angucken kann, wenn man Lust hat. So, das nächste ist Ketchup-rote Wolken. Auch da gibt es leider noch keine Rezi von mir, wird definitiv folgen. Das ist ein Buch von einem Mädel, was einem, ja, einem zum Tode verurteilten Mann, der seine Frau umgebracht hat, praktisch im Gefängnis schreibt, da sie selber große Schuld auf sich geladen hat. Welche Schuld das ist? Das wird man erfahren, wenn man das Buch liest, aber die Autorin hat es einfach drauf, einen pausenlos auf die Folter zu spannen. Also man kann gar nicht aufhören zu lesen, weil man unbedingt wissen will, was hat das Mädel getan. Sehr, sehr schön. Ich habe voll die coole Videoidee, muss aber noch nachfragen, ob ich da drehen darf. Und ja, dann wird das Video gemacht und ihr könnt es dann sehen. So, hier werde ich jetzt nicht viele Worte... Achso, ich bin so 5 Leseratten, 4 Leseratten und... Oh, hier weiß ich es gar nicht mehr genau. Auch 4 Leseratten. 4 Leseratten meine ich. So, dann Christine Henner zwischen uns das Meer. Dafür gab es 3 Leseratten, weil ich von ihr fast alle Bücher gelesen habe und andere mich mehr überzeugen konnten. Also... 3 Leseratten ist ja nicht schlecht, ne? Also ich fand es nett, ich fand es unterhaltsam. Rezi verlinke ich unten in der Infobox, da könnt ihr euch Näheres anhören. Aber wie gesagt, dieses Buch, jetzt komme ich gerade nicht drauf, liegt sie im Koma und sagt irgendwann nochmal den Namen ihrer verflossenen Liebe und ihr Ehemann sorgt dafür, dass die große Liebe oder einstige große Liebe halt an das Krankenbett kommt. Oh, ich komme nicht drauf, Leute. Ja, ist blöd. Also wenn ich es weiß, vielleicht und dran denke, schreibe ich es nochmal unten in die Infobox. Ansonsten auf meinem Blog habe ich das geschrieben. Und dann komme ich jetzt auch nicht drauf, das war ein Mutter-Tochter-Roman. Was wir aus Liebe tun, der Roman, den ich jetzt erzähle, da ist eine Mutter... die halt, ja, ich glaube, die trinkt sehr viel Quarz den ganzen Tag, also nur Aschenbecher übervoll. Und das Mädel muss sich einen Arsch aufreißen, um halt ihre Mutter und für sich selber zu sorgen. Und kellnert in so einem Lokal. Und bis eines Tages eine Frau, die selber keine Kinder bekommen kann, sich diesem Mädel annimmt und für sie sorgen möchte. Und das hat mich sehr, sehr berührt, fand ich großartig. Dann das nächste Buch sagt, dass du nur mir gehörst. Dazu gibt es auch eine Videorezension von mir, verlinke ich euch unten in der Infobox. Hat mich unheimlich geschockt, hat mich fasziniert, hat mich spannend unterhalten, von der ersten bis zur letzten Seite, keine Frage. Und ja, worum es geht, brauche ich euch jetzt nicht sagen, ihr könnt euch die Rezi angucken, aber ein Hammerbuch, was echt viele Teenies, gerade Mädels, unbedingt mal lesen sollten. Wahnsinn. Ich glaube 4 Leseratten. Ich hätte mir vielleicht doch mal alles aufschreiben müssen. Kleine Frau, was nun? Das Buch um das kleinwüchsige Mädel, um die 16 rum. Ja, die praktisch...
wurde ein Video von ihr auf YouTube verbreitet. Das darf ich, glaube ich, sagen. Und ja, das ist der Albtraum schlechthin, da es ein sehr schlimmes, heftiges Video ist. Aber das müsst ihr dann selber lesen. Mir hat es ganz gut gefallen. Ich kam ein bisschen schlecht rein, muss ich gestehen. Aber ich bin am Ball geblieben, weil ich wissen wollte, was das mit dem Video auf sich hat. Und das war gut so, weil nachher war das echt packend, hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich glaube, ich vergab sogar 4 Leseratten. So, dann ein Buch, was ich Anfang des Monats bereits gelesen habe. Da gibt es jetzah keine schriftliche Rezension und auch wird auch keine Videorezension geben. Hat mir ganz gut gefallen, war okay, ich habe es durchgelesen. Der große Blowjob. Da geht es um einen Typen, der halt, er ist vom Beruf Rausschmeißer sozusagen. Also er feuert andere Leute im Businessunternehmen und wurde auch dafür halt angestellt. Und er ist ein Macho, der ist echt, das ist so ein Egoist, absolut durch und durch. Und auf irgendeine Party wurde ziemlich viel Alkohol und auch Drogen konsumiert und da geht er mit einer Praktikantin aus der Firma, vollführt er sexuelle Handlungen. Er geht nicht mit ihr ins Bett, er vollführt sexuelle Handlungen mit ihr. Und diese junge Lady, die hängt dann an ihm, also klammert sich an ihn und will dann auch mehr. Er natürlich nicht, ne? Er ist ja der coole Typ. Und dann behauptet sie, er hätte sie halt vergewaltigt. Und dieser Typ, der eigentlich ganz oben fliegt, stürzt auf einmal ganz tief ab. Die Story fand ich genial. Also man hätte aber noch ein bisschen mehr, man hätte viel mehr draus machen können, finde ich. Also so wie ich das jetzt erzähle, klingt es hammermäßig. So war es nicht. Also 3 Leseratten. Aber wen es interessiert, ne? So, dann habe ich ein Buch gelesen. Ey, fragt mich nicht, warum ich das zu Ende gelesen habe. Und zwar Ungebändigt über das Begehren, für das es keine Worte gibt. Das Cover hat mir gut gefallen. Mir hat auch die erotische Inhaltsangabe sehr gut gefallen. Jetzt will ich euch mal zeigen, wie hier teilweise die Seiten aufgemacht sind. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Nüscht! Hier ist oben 1, 2 Sätzchen. Und so geht das aber die ganze Zeit. Also hier wieder nur so ein paar Absätze. Es fliegt alles raus. Hier mal. Also so ist das ganze Buch. Wenig Inhalt. Dieser ziemlich, also es ist in Tagebuchform geschrieben und erotisch, teilweise geht es auch ins Ordinäre, was ja nicht schlimm ist, also ich mag auch dieses, sie hat halt irgendwie so einen Schreibstil von, nahezu poetisch, tiefgründig bis, und auch sprachlich sehr schön formuliert und fällt dann runter ins, ein bisschen, nennen wir es mal ein bisschen so Versaute. Und eigentlich mag ich das gerne, aber hier war mir einfach zu wenig Inhalt und die Story war für mich nicht stimmig und das hat mich gelangweilt. Ich dachte, da kommt immer noch irgendwie ein Brüller, also hat mich nicht vom Hocker gerissen und ich würde jetzt mal ganz fies sagen, eine Leseratte. So. Dann habe ich auch eine Videorätsel gedreht von Jasna Mittler, meine erste bis 99. Liebe, großartig, fantastisch, ich mag Jasna Mittler. Die hat so eine berührende, bezaubernde Art zu schreiben. Auch hier ist das so in so Kurzgeschichten eingeteilt, also das ist da manchmal auch ein bisschen wenig, ne? Aber dafür geht das wieder richtig tief ins Herz und ich fand es einfach bezaubernd. Geht halt um die erste Liebe und ich fühlte mich so an was man alles so vergessen hat und wie man alles so verknallt war früher und so, ne? Und ich habe mal drüber nachgedacht und an meinen ehemaligen Englischlehrer gedacht, an Matthias Reim und verrückt. War echt schön und hat auch so wieder einiges so aus der Vergangenheit wieder so, hervorgeholt. Ich vergab 4 Leseratten dafür. Bis ich bei dir bin, Emily Hainsworth, großartig, hat mir sehr gut gefallen, wobei ich jetzt schon höre, es hat viele schlechte Kritiken bekommen. Ich fand das mal was anderes wieder,
habe lange auch in der Richtung nichts gelesen und also ich finde, mit Cecilia Ahern kann die gut mithalten. Ist so eine übersinnliche Geschichte, wo halt, ach nee, ich brauche euch dazu nichts erzählen, weil ich eine Rätsel gedreht habe. Guckt euch das an, also ich vergab 4 Leseratten. Ja, Seelenangst von Veit Elzold, auch dazu habe ich euch eine Rätsel gedreht. 5 definitiv wohlverdiente Leseratten, saugut recherchiert, blutig bis zum geht nicht mehr. Viele interessante Themen, die hier aufgearbeitet werden, phänomenal. Rätsel könnt ihr euch angucken. Ich glaube, es war meine blutigste Rätsel. Auch wenn es anfangs nicht so aussieht, aber ey, das war so, sowieso so ein cooler Abend, wo ich das mit diesem Blut verschmiert. Erstmal kam mein Freund nach Hause, ich eine lange braune Perücke auf, da hatte ich gerade die Rätsel für Winkelmann gedreht, also zum Andreas Winkelmann Gesang des Blutes. Und dann sagt er von hinten, hallo, hübsche Unbekannte. Und ich drehe mich so um und bin dann voller Blut. Und dann sagte er so, boah, wie unsexy. Ja, das fand ich echt klasse. Weil mit Kunstblut habe ich bis jetzt noch nicht gearbeitet. Aber ey, ich sprühe gerade nur so vor Energie und vor Elan und habe so viele Ideen. Und ich glaube, ich mache da noch ganz, ganz viele verrückte Sachen. Einfach, ey, das macht so Spaß. Man bräuchte nur immer ein bisschen mehr Zeit. So, ja, hier ist auch schon Gesang des Blutes und da habe ich diesmal 5 Leseratten vergeben, meine ich, oder habe ich 4? Nee, ich glaube 5. Also das fand ich echt packend und spannend, vor allem, weil man auch nicht wusste, wo läuft das drauf hinaus. Für mich hat ja Andreas Winkelmann seit neuestem echt ein Rad ab. Ich meine das voll liebevoll, weil ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich darf das, glaube ich, gar nicht erzählen. Er macht ja gerade dieses interaktive E-Book. Also DevBook heißt das. Und da kann man auch gerne mitmachen. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch unten mal die Seite. Kann sich da anmelden. Ey, voll abgefahren. Wenn ihr nicht aufpasst, kann es echt sein, dass euch der Mörder anruft oder ihr könnt mit bei Facebook, bei Twitter könnt ihr da interaktiv mitmachen. Hammer. Irgendwie in dem Video geht auch draus hervor, dass irgendeine Frau eine Videobotschaft, also es klingelt und sie hat plötzlich eine Videobotschaft und so eine Karte halt von diesem interaktiven Game-Spiel halt vor der Tür. Naja, jedenfalls hat mir Andreas was dazu geschrieben und ich habe das alles für real gehalten und irgendwie war ich total entsetzt und schockiert und dabei war das alles ein Spiel und naja, meine Kollegin hat sich wieder über meine Naivität absolut amüsiert, aber jetzt komme ich total hier ab. Ich glaube 5 Leseratten, super spannend, Rätsel, verlinke ich unten in der Infobox. Ja, aber Andreas echt verrückt. Also sowas Abgefahrenes hat sich, glaube ich, bisher noch keiner einfallen lassen. Also finde ich schon gigantisch. Und bei solchen Sachen, wenn so neue Ideen irgendwie im Umlauf sind oder irgend sowas Neues auf dem Markt, da bin ich ja gleich auch am Überlegen, ob ich nicht auch mal irgendwie sowas Interaktives machen kann. Aber ich weiß noch nicht so was. Also auch wieder wie so meine Schnitzeljagd, wo ihr irgendwas zusammenbasteln müsstet. Oder dass ich dann irgendwie ein Video drehe und wenn ihr dann den Code knackt, dann kommt ein anderes Video oder so. Ich weiß es noch nicht, da muss ich mal noch näher drüber nachdenken. So, dann jetzt abgebrochene Bücher. Michelle Jeff, Wer schön sein will, muss sterben. Ein Psychothriller, der liegt bei uns in der Jugendbuchabteilung. Und ey Leute, ich habe den abgebrochen nach 76 Seiten. Das hat aber überhaupt keinen Grund. Den werde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal weiterlesen. Da geht es um ein Mädel, die ist total beliebt in der Schule. Wunderschön und irgendwann ist was geschehen. Sie wird gefunden, glaube ich, ein bisschen ramponiert, sage ich jetzt mal, mitgenommen. Und ich glaube, die hat jetzt ihr Gedächtnis verloren oder irgend sowas und kann sich auch an nichts mehr erinnern. Also das werde ich definitiv irgendwann nochmal weiterlesen. Frag mich nicht, warum ich es abgebrochen habe, aber... So, dann von Barbara Ruscher, Fuck the Mörchen, ein Baby packt aus. Voll süße Cover. Das habe ich abgebrochen nach 100 Seiten, genau. Eigentlich ist es echt witzig und total unterhaltsam. Also es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das Problem ist einfach nur,
dass ich, bis auf dass ich gestern noch mal Tante geworden bin, mit dem Thema momentan nicht so wirklich viel anfangen kann. Ich möchte ja keine Kinder mehr und ja, also wenn man so gerade vielleicht gerade ein Baby bekommen hat oder so, ist das ganz cool, weil das auch alles aus der Sicht des Babys erzählt. So à la, wie hieß denn der Film mit John Travolta da, mit den, wo die Spermie da auch schon spricht. Guck mal, wer da spricht, glaube ich. Weißt du so? Naja, ist ja egal. John Travolta und Christy L. Naja, ihr wisst bestimmt schon, was ich meine. Und so in der Art ist das. Und es ist witzig, unterhaltsam, aber wie gesagt, momentan nicht so mein Thema. Ich glaube auch nicht, dass sich das nochmal ändert, aber man sieht ja nicht, dass ich es gelesen habe. Und meine Schwester hat bestimmt momentan keine Zeit, Videos zu gucken. Die kriegt das von mir auf jeden Fall noch geschenkt, wenn sie dann mal Zeit hat. Wieder alles jetzt erstmal sich erholt hat von der Geburt und so, dann kann sie es ja mal lesen. So, dann schweig still mein totes Herz. Oh, dazu kann ich euch gar nichts mehr sagen. Das war Anfang des Monats, habe ich abgebrochen nach 104 Seiten, doch so lange. Ach doch, kann ich euch doch was zu sagen. Da ist eine Frau, ich glaube FBI-Agentin, die hat ihren Vater verloren. Und zwar ist der gestorben, weil ihn sein bester Freund in eine komische Sache reingeritten hat. Also der Vater konnte nichts dafür, der beste Freund von ihm war schuld, mehr oder weniger an seinem Tod. Also er ist dafür verantwortlich, er hat ihn nicht umgebracht oder so, aber er ist dafür verantwortlich. Und dieser Typ sitzt jetzt im Gefängnis. Und bittet sie, also praktisch die Tochter seines gestorbenen Freundes, um Hilfe. Und sie hasst ihn. Sie hasst ihn bis aufs Blut und will eigentlich mit ihm gar nichts zu tun haben. Aber es geht darum, dass seine Tochter wohl entführt wurde. Er kann aus dem Gefängnis ja schlecht agieren und irgendwas unternehmen. Und deshalb bittet er sie um ihre Hilfe. Und bevor sie überhaupt irgendwas erfährt, also sie fährt da ins Gefängnis, will halt wissen, oder sich die Sache mal anhören, auch wenn sie keinen Bock hat, sich darum zu kümmern, wird er auf einmal von zwei Insassen aus dem Gefängnis eiskalt umgebracht. So. Klingt spannend, ist es aber nicht. Für mich war es nicht spannend. Ich fand, das Buch hat echt Längen ohne Ende. Wie gesagt, ich war jetzt auf Seite 104. Da ist nichts weiter passiert und ihr wisst ja, 100 Seiten, das lese ich mal so eben runter, aber wenn ich sage, es hat Längen und zieht sich und so, dann ist das meist auch so, wenn ihr mir vertrauen wollt. Könnt ihr aber trotzdem, also ich will jetzt keinen davon abraten oder so, mir hat es nicht gefallen, es fehlte mir einfach viel mehr Spannung und Pep und deshalb habe ich es abgebrochen. So, dann Tamta Melashvili abzählen. Keine Ahnung, ob ich die Autorin richtig ausgesprochen habe. Ist mir auch egal. Habe ich abgebrochen, kann ich euch nicht sagen. Das Buch ist ganz, ganz merkwürdig geschrieben. Und ich mag ja auch mal zwischendrin was Anspruchsvolles. Man kann ja jetzt nicht nur Trivialliteratur lesen und man muss auch mal so besonderen Einzelwerken eine Chance geben. Habe ich getan. Die Schreibweise fand ich am Anfang auch ganz toll. Also es geht um irgendwie, ich habe echt bis heute weiß ich nicht, um welchen Krieg es geht. Geht halt um so 13-jährige Teenies, die halt ja den Krieg erleben. Aber ich kann euch echt nicht sagen, welchen Krieg. Ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich. Ich habe auch nicht viel gelesen, weil die Art des Schreibens, das waren so ganz kurze, abgehackte Sätze. Und ich mag das lieber so ein bisschen verschnörkelter und ich will mich da reinfühlen und so. Hat die Story so, klang ganz nett, aber der Schreibstil, also ich kam da überhaupt nicht rein. Also das noch. Und dann, ja, hat sich auch voll schön angehört. Liebe Steine, Scherben. Auch wieder so eine Teenie-Geschichte. Ja, jetzt steht hier natürlich wieder nichts drauf. Ah, siehst du, ich muss hier aufpassen, dass ich nichts verwechsle. Es war sprachlich am Anfang gigantisch toll. Und ich habe bis Seite 136 gelesen. Ich drehe gerade! Ja.
Ja, komm schnell! So, jetzt hatte ich eine kurze Unterbrechung, weiß überhaupt gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Deshalb mache ich es kurz. 136 Seiten habe ich abgebrochen, sprachlich phänomenal. Story konnte mich nicht packen. Ein Junge und Mädels sind miteinander befreundet, also es geht so um diese Freundschaft, aber viel mehr kriege ich jetzt auch echt nicht mehr zusammen, tut mir leid. Ja, so, das waren meine gelesenen und abgebrochenen Bücher. Und dann muss ich jetzt mal, ja, ich weiß gar nicht, ich habe ja noch nie drüber gesprochen eigentlich, was für Musik ich höre. Muss ich mir etwas Mut antrinken? Ja, von meiner Freundin Mama, die war nämlich gerade da. Mein Freund hat in zwei Tagen hat er Geburtstag und wollte noch mal wissen, was sie ihm schenken kann und so. Naja, und da hatte ich sie halt auch gefragt, weil sie ist auch großer Fan. Ich habe mir diesen Monat, habe ich mir echt zwei Musik-CDs gegönnt. Mache ich ganz selten, wobei ich letzten Monat habe ich mir auch zwei CDs gegönnt. Und von einer CD bin ich total begeistert. Ihr denkt bestimmt, ich höre Hardrock oder Techno oder so. Aber nein, Helene Fischer. Die CD, die ist Hammer. Die ist so toll. Ich habe echt einen Haufen Kohle bezahlt. Aber das ist es wert. Jeder einzelne Song ist einfach so schön. Man kann sich gar nicht entscheiden, welchen man zuerst hören soll. Und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt plötzlich auf dem Helene Fischer-Trip bin. Ich habe die so immer ab und zu mal gehört. Also ich finde, da kann man ja auch saugeil zu tanzen. Ja, und dann habe ich jetzt irgendwann mal gedacht, weil ich ja jetzt immer wieder viel Auto fahre, mich immer schlecht auf Hörbücher konzentrieren kann und wir im Laden jetzt auch Musik-CDs haben, nimmst du die mal mit. Oh, und ich bereue es überhaupt nicht. Die ist so Hammer. Echt wunderschön. Und das ist immer abwechselnd. Einmal so ein Lied zum Nachdenken, wo sich einem so die Tränen, also Wasser in den Augen und so. Ist echt schlimm, wenn ich zur Arbeit fahre und so. Wenn ich nach Hause fahre, ist ja egal. Aber wenn ich dann zur Arbeit fahre, alles ist hier verschmiert, ne? Ja, und dann hat sie immer noch so ein peppiges, flottes Lied. Und ich mag alle Lieder. Echt Hammer. Super, super. Also wenn ihr sie noch nicht habt oder der Mutti oder der Oma vielleicht zu Weihnachten schenken wollt, absoluter Tipp. Ganz tolle Musik. Ja. Und wirklich, also meine Kollegin hat, habe ich das jetzt gerade schon erzählt? Oh, ich bin so durcheinander. Also hat ja die Best of mir geliehen von Helene Fischer. Und ja, da erkennt man halt viele Lieder so vom Hören. Aber nee, die kommen nicht an die neue CD ran. Obwohl es eine Best-of ist. Ja, so. Ja, das war's jetzt eigentlich für einen Monatsrückblick. Ich glaube, das ist ein super langes Video geworden. Und ich glaube, ich habe euch auch viel zu viel zu den Büchern gesagt. Aber lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen. So, also nochmal wegen den 1000 Abonnenten. Das kommt mir gar nicht so auf die 1000 Abonnenten an. Das, ich glaube, wenn die Abonnenten steigen, heißt das auch, dass man in Suchmaschinen weiter nach vorne rutscht, dass andere Leute aufmerksam werden. Also man rutscht halt überall hoch. Das ist super, weil man dann halt viel mehr Traffic hat und viel mehr Vernetzung und so weiter und so fort. Aber wisst ihr, was mich eigentlich so am meisten glücklich macht, ist einfach so diese ganz, ganz treuen, nicht Zuschauer will ich nicht sagen. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Zuschauer, die nie einen Kommentar irgendwie schreiben. Die gucken sich die Videos an und kommentieren aber nicht. Aber die Leute, die kommentieren, die kann ich ja nur kennenlernen. Und das finde ich so toll. Also Grüne Neune oder Suse, wen haben wir noch? Die Niki. Ja, und dann auch ein paar Booktuber, die echt fast jedes Video gucken und so. Und ich schäme mich dann immer so, weil ich so wenig Zeit habe, um andere Videos zu gucken. Ich möchte ja auch gerne praktisch meine Kommentare loswerden, aber es ist halt wirklich, also wer jetzt diesen Monat verfolgt hat, hat sicher mitbekommen, dass ich ja fast jeden Tag ein Video gemacht habe. Das heißt auch fast jeden Tag ein Buch lesen, ein Video drehen und so weiter und so fort. Wenig Zeit nimmt das jetzt nicht gerade in Anspruch, ne? Aber es macht Spaß und ich bin so froh, dass E. Snyder mich überredet hat, echt das wieder mit dem Verkleiden zu machen. Klar haben Rezensionen immer viel weniger Klicks als Monatsrückblicke, Neuzugänge oder sonst irgendwas, aber
ich finde das nicht, find das nicht schlimm, weil die das schauen, die finden das auch cool und nicht so abgefahren. Also was ich festgestellt habe, meine neue Reihe Bushinator, manche fanden es cool und witzig, ich finde es nach wie vor witzig, ich werde es auch weitermachen, aber an dem Tag sind echt 10 Abonnenten abgesprungen. Habe ich auch erst gedacht, aber es ist einfach so, es ist nicht immer alles total tutti und schön, also manchmal regen einen auch Dinge auf und ich finde, das Format jetzt nicht schlecht. Also wer das schlimm findet, dass ich da mal nicht so positiv rüberkomme oder so, ne, und mich da halt aufrege oder so, guckt es bitte einfach nicht. Bevor ihr mich nicht mehr abonniert oder halt das Abo löscht oder so, guckt einfach nicht den Bushinator. Oder aber ihr schreibt mir, was ihr da dran blöd findet. Ja, wahrscheinlich, dass ich mich aufrege. So, jetzt habe ich echt genug gelabert. Ey, ich bin so froh, dass es euch da draußen gibt. Ja, ich bin momentan auch, mich hat jetzt über ein Jahr eine schlimme Sache ganz, ganz stark bedrückt und echt fertig gemacht. Ich habe aber immer versucht, es nicht mir anmerken zu lassen und ich will jetzt auch nicht viel näher drauf eingehen. Ich wollte nur allen Bescheid sagen, die halt davon wussten oder wissen, es ist vorbei und ja, man fühlt sich frei wie neu geboren, man kann wieder atmen, sich frei bewegen und es ist einfach nur toll und schön. Ja, gut, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, wo wann auch immer das Video ausgestrahlt wird und bis zum nächsten Video. Macht's gut, eure Leseratte. Tschüss!